Seit dem 31. Juli diesen Jahres ist die YouTuberin Marina Joyce verschwunden. Wem von euch jetzt der Name Marina Joyce etwas sagt, der wird sich vermutlich an einen Vorfall aus 2016 erinnern, wo etwas Ähnliches bereits einmal passiert ist. Derzeit, gerade in Amerika, ist dieses Thema wieder durch die Decke gegangen. Auf Twitter dominiert es, es ist der Top-Hashtag. Auf YouTube gibt es unzählige Videos bereits und ich möchte jetzt auch einmal erklären, was hinter diesem ganzen Fall wahrscheinlich steckt und was damals auch passiert ist. Für die, die sich jetzt nicht komplett an Marina Joyce erinnern können, einmal kurz die Zusammenfassung. Im Jahr 2016, ungefähr vor genau 3 Jahren, ist etwas Ähnliches passiert. Die bis dahin nicht sonderlich bekannte YouTuberin Marina Joyce machte Videos über sonstige Modeartikel, die sie gekauft hatte, als plötzlich ihren Fans und Zuschauern der Videos etwas Seltsames aufgefallen war. Denn die YouTuberin wirkte komisch, sie hatte blaue Flecken an den Armen, sah immer verwirrt hinter die Kamera und schien an einer Stelle sogar Hilf mir, also auf Englisch Help me, geflüstert zu haben. Deswegen fingen Leute an zu spekulieren, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Leute hatten die Sorge, dass sie entführt wurde und gerade Videos gegen ihren Willen produzieren muss. Sofort wurde ein Hashtag gestartet mit dem Titel Save Marina Joyce. Dieser Hashtag wurde auf allen Social Medias geteilt und Leute begannen neue Verschwörungstheorien zu bilden, meinen Waffen im Hintergrund ihrer Videos oder dergleichen gesehen zu haben und weitere Indizien in den Videos zu bemerken. Eine lange Zeit kam keine Nachricht von Marina Joyce. Menschen machten sich wirklich Sorgen um die YouTuberin, bis dann später von ihr eine Aussage auf Twitter kam, die sagte, dass es ihr gut geht und sie sich freut, dass so viele Leute sich Sorgen um sie machen. Doch diese Nachricht hatte nicht gereicht. Menschen dachten, dass dies nur ein weiterer Trick der Entführer ist und begannen weiter ihre Verschwörungstheorien zu machen. Das ganze Thema wurde so riesig, bis es sich irgendwann im Sand verlief, als man bemerkte, dass Marina Joyce eben tatsächlich nicht entführt wurde, sondern lediglich eine ganz normale YouTuberin war, die sich etwas seltsam verhielt. Ich habe das ganze Marina Joyce-Thema von damals in einem Video schon mal genauestens besprochen, das habe ich einmal für euch verlinkt, wenn ihr das ansehen wollt. Aber wie gesagt, damals gab es schon einmal einen Vorfall, wo Leute sagten, dass Marina Joyce verschwunden ist, weil sie entführt wurde und Videos gegen ihren Willen produzieren musste. Nun gibt es etwas Neues. Denn seit über einem Monat ist kein neues Video auf ihrem YouTube-Kanal erschienen. Das ist jetzt erstmal nichts Seltsames, viele YouTuber machen Pausen. Doch dann kam etwas anderes dazu. Denn nicht nur ist kein Video erschienen, sondern die Polizei hat eine offizielle Stellungnahme rausgegeben, dass Marina Joyce verschwunden ist. Es gibt eine offizielle, polizeibestätigte Vermisstenmeldung von Marina Joyce und diese gibt es bereits seit dem 31.07. Erst jetzt ist das Ganze jedoch aufgetaucht, weil jemand das auf einer vermissten Personen-Webseite gesehen hatte. Das bedeutet, dieses Mal ist das Ganze nicht ein simpler Fake, sondern tatsächlich bestätigt einen vermissten Fall. Doch das bedeutet nicht, dass das Ganze nicht schon wieder in die Kategorie Verschwörungstheorien abdriftet. Denn es gibt über Marina Joyce seit 2016 immer wieder Verschwörungstheorien. Manche Leute vermuten, dass sie häufiger jetzt schon versucht hat, so etwas hinzukriegen, sich vermisst gemeldet hat. Manche Leute sprechen davon, dass sie nur Drogenmissbrauch betreibt und dann manchmal verschwindet, alles jedoch ohne wirklich handfeste Beweise. Und natürlich, die ganzen Leute, die 2016 sehr viel Spaß hatten, Verschwörungstheorien aufzustellen, sind jetzt direkt wieder dabei. Das Internet und vor allem Twitter ist voller Verschwörungstheorien, dass Marina Joyce wieder entführt wurde, dass Marina Joyce von Aliens entführt wurde, dass irgendwelche Regierungsorganisationen damit zu tun haben und so weiter. Es gibt natürlich die Kategorie der lustig gemeinten Verschwörungstheorien, doch es gibt auch die Seite, die es tatsächlich ernst meinen und die anfangen, den Save Marina Joyce Hashtag wieder zu etablieren. Doch was haben wir für Antworten? Haben wir bereits Hinweise über Marina Joyce? Es gibt eine Aussage von ihrem Freund, beziehungsweise es gibt manche Aussagen von ihren Freundinnen. Denn diese Leute sagen bereits öffentlich auf Instagram und Twitter, dass es nett ist, dass so viele Leute sich um Marina Joyce Sorgen machen, doch sie ist sicher und nicht verschwunden. Der amerikanische YouTuber Keemstar, der so ein
YouTube-News-Format hat, hat bereits mit dem Freund Kontakt aufgenommen und mit ihm darüber geschrieben. Das Problem bei dieser Situation war, dass der Freund von Marina Joyce ihm auch sagte, Marina Joyce ist nicht verschwunden, alles ist gut, doch gleichermaßen macht er nichts, um diese Polizeimeldung aufzulösen. Wenn man wüsste, dass Marina Joyce nicht verschwunden ist, dann würde es so eine Polizeimeldung, dass sie vermisst wird, überhaupt nicht geben. Die Polizei fragt vorher nach oder kümmert sich um diese Situation. Sie fragen Freunde und Bekannte von Marina Joyce, ob die wüssten, wo sie ist. Wenn der Freund und andere Freunde wissen, wo Marina Joyce sich aufhält, hätte es diese Polizeimeldung nicht geben müssen. Die Polizei hätte dann bei ihnen nachgefragt und sie hätten gesagt, Marina Joyce geht es gut, sie ist derzeit bei Freunden. Doch das tun sie nicht. Und auch auf die Nachfrage von Keemstar, ob man das Ganze denn jetzt auflösen könnte, ob es Beweise gäbe oder ob sie nicht einfach der Polizei dann Bescheid sagen können, hey, Marina Joyce ist sicher, antwortete er, dass er das nicht tun wird. Und das ist das Problem, denn es gibt keine Beweise, dass Marina Joyce zurzeit sicher ist, es gibt nur Aussagen ihrer Freunde, die aber auch irgendwie widersprüchlich sind. Deswegen gibt es jetzt im Internet sogar Leute, die vermuten, dass ihre Freunde oder ihr fester Freund allen voran Schuld daran ist, dass Marina Joyce verschwunden ist, sprich, dass sie festgehalten wird oder vielleicht ermordet wurde, aber wie gesagt, das sind alles Verschwörungstheorien, das sind keine handfesten Beweise. Derzeit haben wir nichts weiter als eine ziemlich vage Situation. Es gibt noch nicht genug Informationen, um in irgendeiner Art und Weise von sicheren Fakten zu sprechen. Alles, was wir derzeit haben, ist den Beweis, dass Marina Joyce vermisst ist und seltsame Aussagen von ihrem festen Freund, die allerdings einen glauben lassen, dass Marina Joyce sicher sein könnte, was natürlich zu hoffen wäre, dass er einfach recht hat und das Ganze nur ein großes Missverständnis ist. Was man in dieser Situation beachten sollte, ist, dass man nicht in Verschwörungstheorien verfällt. Man sollte jetzt nicht wieder auf YouTube tausende Videos sehen von Leuten, die sagen, Marina Joyce wurde entführt, Marina Joyce ist sonst wo. Diese Videos bringen nichts weiter und sorgen nur dafür, dass immer mehr Leute auf diesen Hype-Train aufspringen und dann anfangen, Marina Joyce wieder mit Nachrichten zu nerven. Wenn sie derzeit verschwunden ist, wird das Ganze wahrscheinlich einen Grund haben. Es gab in der Vergangenheit schon so einige YouTuber, die verschwunden sind, aus besonderen Gründen. Manche dieser YouTuber hatten Depressionen oder suizidale Gedanken und waren deswegen verschwunden. Manche wurden wieder gefunden, lebend, und andere nicht. Man sollte also immer, wenn solche Vermisstenfälle kommen, vorsichtig mit den Dingen sein, die man sagt. Man sollte solche Leute nicht noch zusätzlich unter Druck setzen. Es wird einen Grund geben, warum sie gerade nicht da ist, sollte es einen normalen Grund haben. Wenn natürlich eine Entführung dahinter steckt, das herauskommen sollte, ist die Situation eine andere. Dann werde ich euch darüber auch nochmal aufklären. Was mich gerade ein wenig bei diesem ganzen Fall schockiert hatte, waren die Reaktionen auf Twitter. Denn die ganze Geschichte von 2016 mal vergessen, haben wir folgende Situation. Wir haben eine mittlerweile recht erfolgreiche YouTuberin, die verschwunden ist. Eine junge Frau, die derzeit vermisst wird. Und im Internet gibt es riesige Mengen an Menschen, die sich darüber lustig machen. Das Internet ist derzeit schon wieder voller Memes von Leuten, die sich darüber freuen, dass Marina Joyce verschwunden ist, die es Save Marina Joyce Season 2 nennen oder sagen, dass das Ganze bald auf Netflix kommen wird und so weiter. Man sollte wirklich im Internet vorsichtig sein, ob man jetzt bei so einer Situation anfängt, über das Ganze Witze zu machen, anfängt, das Ganze schlecht zu reden. Erstmal sollte man das Thema so ernst nehmen, wie es nur geht. Ich bleibe an der ganzen Sache dran, wenn ihr Lust darauf habt, erzähle euch, was passiert. Wenn natürlich irgendwas Ernsteres dahinter steckt, sage ich Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis dahin, tschüss.